So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, ein neues Unboxing. Aber erstmal kurz Thumbnail machen. So, das ist das Thumbnail. Jetzt mal kurz das Zeug vom Tisch und dann erklärt, was hier los ist. So, ihr wisst natürlich, ich bin süchtig nach Samyang Bulldog. Das heißt, ich muss mir ständig Samyang Nudeln kaufen. Bei mir sind auch immer Samyang Nudeln im Haus. Letztens ein riesen Paket gekauft mit, was weiß ich, 10.000 Packungen drin. Richtig brutal. Mein Samyang Regal, mein Samyang Schrein, das ist mir heilig. Da geht nichts drüber. Immer wenn ich eine neue Samyang Sorte sehe, muss ich mir die holen. Da ist mir nichts zu schade. Einmal ein Pack 3 Spicy, als es die noch nicht bei uns gab, für 50 Euro. Aus den USA hierher gezogen. Das war ziemlich dumm, aber ich kannte die nicht. Ich wollte die testen, das habe ich gemacht. Die waren so brutal, so heftig. Ich finde aber keine neuen Samyang-Sorten mehr. Das ist so traurig, dass eine zweite Sucht hergekommen ist und das ist die Prime-Sucht. Denn ich sammle jetzt ja die Prime-Flaschen, habe ich ja gesagt. Jetzt sagen die Leute, das Zeug ist richtig abartig. Ich sage, meistens ist es auch so, ja. Ich habe schon Sorten auch dabei gehabt, die ich aber persönlich ganz gut fand. Und mir kommt es meistens ja eh nur auf die Flaschen an, auf das Design, auf das Sammeln, gerade Sachen, die bei uns nicht da sind. Zu meinem Geburtstag habe ich mir das WrestleMania 40 Prime gewünscht. Das habe ich bekommen. Ihr habt da für meinen Geburtstag gespendet, gemacht, getan, dass wir zusammenlegen, das WrestleMania 40 Prime uns gönnen. Das habe ich letztens gezeigt und ich war so angetan von der ganzen Sache. Ich habe gesagt, das nächste Ziel auf meiner Karte, auf meiner Reise ist das Gold Prime, das 1 Billion Gold Prime, was es in der London und in der New York Edition gab. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Habe ich es gefunden? Wahrscheinlich, sonst würde ich dieses Video nicht machen. Auf dem Weg zum Gold Prime habe ich aber noch viele andere Sorten entdeckt, die ich nicht kannte, die mir neu sind, die ich euch jetzt aber zeigen möchte. Ein was ist, glaube ich, gar nicht neu. Das ist dieses Paket hier. Da war ich letztens bei eBay Kleinanzeigen unterwegs und habe gedacht, guckst du einfach mal so durch, spaßenshalber. Jeden Abend liege ich da im Bett und hau kurz Prime Hydration in den Suchfilter und guck dann, was gibt's auf Amazon, was gibt's auf eBay, was gibt's auf eBay Kleinanzeigen. Bei eBay Kleinanzeigen wirst du jetzt keine besonderen krassen Sorten finden. Da findest du halt meistens einfach nur die Sachen, die sowieso bei uns sind, weil das ja alles deutsch ist. Bei eBay findest du meistens irgendwelche Auktionen und irgendwelche Sofortkaufensachen aus dem Ausland, egal ob aus Amerika oder aus Großbritannien, da findest du auf jeden Fall immer heftige Sachen. Was ich aber gefunden habe, bei eBay Kleinanzeigen hat jemand wegen Umzug verkauft Prime Hydration 17 Flaschen und dann stand dort preisverhandelbar. Jemand, der zuerst kommt und ein gutes Angebot macht, der kriegt die ganzen Flaschen. Und da waren, glaube ich, 12 Mal oder so das Prime Bayern München drin. Das ist eigentlich ein besonderes Prime, denn jedes Video aus den USA oder Großbritannien handelt davon, dass das eins der seltensten Primes ist. Weil es das ja eben nur in Deutschland gibt, das gibt es nicht in Großbritannien, das gibt es nicht in Amerika. Die haben das noch nie gesehen, die sind... Die kommen gefühlt da gar nicht ran, deswegen ist das ein besonderes Prime. Eigentlich müsste man im Rewe-Sender alle Bayern München Flaschen kaufen, dann auf eBay stellen, hoffen, dass irgendein verrückter Ami die sieht und dir einfach 1 Million Euro gibt für die Prime Bayern München Flaschen. So, jetzt sind das 17 Flaschen, eine Flasche kostet 1,99 Euro. Dann hast du noch Versand dazu von 6 Euro für das versicherte Paket. Du liegst also ungefähr bei 40 Euro. Ich habe gesagt, für 15 Euro würde ich das ganze Zeug nehmen, inklusive Versand. Wir haben uns dann geeinigt auf 20 Euro inklusive Versand für dieses Paket. Das heißt, das sind 6 Euro Versand. Es sind also gerade mal 14 Euro. Für die Ware. 14 Euro für 17 Flaschen Prime, eine Flasche Prime, also unter 1 Euro. Und weil immer viele sagen, für 2 Euro würden sich so ein Mist nicht kaufen, unter 1 Euro eine Flasche Prime und dann auch noch, weil es so viele von den Bayern München Dingern sind. Ich packe die jetzt mal hier aus. Wir haben ja eine Bayern München, wir haben eine zweite Bayern München. Hier sind noch zwei rosane dabei, Strawberry, Watermelon, die können wir auch dahin stellen.
Dann haben wir hier drüben Sherry Freeze. Die fand ich eigentlich richtig cool. Das ist die Flasche, die zaubern kann, wenn ihr die kühlt, dass hier oben das alles blau wird, was jetzt weiß ist. Und der Rest müsste auch Bayern München sein. Bayern München sein. Hier ist nochmal drin, pass auf. Bayern München Prime. Nicht sein, sondern Prime. Hier haben wir nochmal zwei. Ich hoffe, ihr zählt mit, ob das dann auch wirklich 17 Flaschen sind. Was auffällt, wenn wir immer zwei rausnehmen, 17 ist eine ungerade Zahl, müsste genau eine übrig bleiben. Und das ist nochmal Sherry Freeze. Das ist der eine Karton. Jetzt ist wichtig, ich habe, ist das das Richtige hier? Ich muss gucken, genau. Was ich auch schon ewig gesucht habe, war das lilane Prime, das Prime Grape. Jetzt habe ich auf Etsy, kennt ihr Etsy? Das kam auch von sonst woher, Etsy. Das pinke Prime Grape gefunden, habe mir das bestellt. Es ist jetzt angekommen, hier ist es. Das ist bei den anderen vielleicht common, ja, also das ist keine Seltenheit, aber irgendwie ist es doch eine Seltenheit, weil das kriegst du nicht normal erhältlich, fast überall auch wieder ausverkauft. Grape Prime ist auf jeden Fall was Besonderes. Jetzt habe ich extra auf Etsy bestellt, habe, ich glaube, 20 Euro ausgegeben, also für diese Flasche Prime Grape. Sieht die gut aus oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, was auch auffällt. Das ist der europäische Boden und das ist eben der amerikanische Boden. Also der ist hier ein bisschen hohl, hat aber eine breitere Fläche. Der ist abgerundet und wackelt ein bisschen hin und her. Müsst ihr halt beides sammeln, dann ist das cool. Was ich dann gesehen habe, weil ich mit jemandem auf eBay geschrieben habe, der meinte, hast du mal bei Snackier vorbeigeguckt. Das ist ein niederländischer Shop. Bei Snackier gibt es auch das Grape Prime für gerade mal 6 Euro oder so. Wie gesagt, ich habe für 20 Euro das Grape Prime mir geholt. Dann hat er gesagt, bei Snackier gibt es das auch. Das hier müsste das Snackier Paket sein. Da schaue ich mal kurz rein. Genau, hier steht auch Snackier. Guck, da ist ein Zettel drin. Snackier. Question.hellosnackier.com. Das ist also ein Paket aus der Niederlande von Snackier. Und da ist auch das Grape Prime drin, aber viel günstiger. Und weil ich einmal danach geguckt habe, habe ich dann gesehen, da sind ja noch andere Sachen, die ich auch nicht habe. Jetzt fällt mir aber auf, wenn ich die zwei Flaschen vergleiche. Alter, wie kräftig ist diese Farbe und wie ausgewaschen und blass ist das? Das sieht staubig und dreckig aus. Das ist richtig lila. Das ist total ausgewaschen. Also ich bin froh, dass ich diese Flasche habe. Weil die sieht nicht so gut aus, die ist hässlich. Also selbst da von den Farben her gibt es da enorme Unterschiede. Was ich dann, was es jetzt neu gibt, ich habe gesagt, ich werde niemals Prime X sammeln. Was habe ich jetzt aber gemacht? Bei Snackier gab es günstig als Bundle die Prime X Flaschen. Das ist das blaue Prime X. Das gibt es aber nicht nur normal, das gibt es auch in der Holo-Version, wo eben die Schrift dann noch mehr Effekt hat, die halt einfach noch mal anders aussieht. Guckt euch das an. Das ist Prime X Blau von Snackier. Und dann haben sie natürlich auch die pinken Prime X Flaschen, auch normal und auch mit Holo-Effekt. Also Snackier hat mir dieses Bundle gegeben. Ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, ob es da wirklich Grape gibt. Nein, habe ich mir Grape halt noch mal bestellt, weil so eine seltene Sorte ist. Plus zusätzlich die Prime X Flaschen plus, pass auf, diese Flasche Dodgers Prime. Und die gibt's in der White Edition, die haben wir schon getestet und irgendwo habe ich dann gelesen, es gibt auch die Blue Edition. Jetzt habe ich bei eBay Kleinanzeigen, bei eBay habe ich wieder einen gefunden, der hat die Blue Dodgers verkauft. Habe ich mitgeboten, habe ich gemacht, waren auch, glaube ich, 20 Euro rum irgendwas, hab bezahlt, da kam ewig einfach gar nichts, keine Antwort, keine Reaktion, nicht als verschickt markiert, habe ich gemeldet, habe mein Geld wieder zurückbekommen und bei Snackier gesehen, die haben das auch und das gerade mal für 4 Euro oder so, die blaue Dodgers
Prime. Jetzt hätte ich ein blaues T-Shirt anziehen müssen, dann hätte es ausgesehen wie ich. Also das ist auch cool. Die ist auch selten. Die ist auch neu. Die Flasche muss auf jeden Fall in die Sammlung rein. Was haben wir als nächstes? Wir gehen mal hier hin. Da bin ich mal gespannt, was da drin ist. Nee, warte, wir gehen erst hier hin. Ist das das? Ja, wir gehen hier hin, denn dann habe ich noch einen gefunden auf eBay. Der hat auch was verkauft. Der hat das Austin Matthews Prime Special Edition verkauft. Da habe ich gedacht, Austin Matthews hast du ja schon. Special Edition, ist das jetzt ein anderes? Das Bild sah bearbeitet und brutal und wuchtig aus der Werbung aus. Jetzt habe ich mir das geholt und dann war ich enttäuscht, weil es ist das ganz normale Austin Matthews Prime. Aber ist nicht schlimm. Das sah auf dem Bild halt ein bisschen anders aus, weil da so viel Zeug drumherum war. Es ist das normale. Aber er hatte auch in seinem Angebot eine Flasche Glowberry in der Special Edition. Weil Glowberry hat normalerweise hier ein durchgehendes Etikett. Das ist in der Mitte hier im Prinzip abgerissen und sieht aus, wie als wären das zwei Etiketten. Das ist eine Limited Edition Rare. Da gibt's Canada Rare, da gibt's UK Rare und US Rare und da blickst du nicht mehr durch. Trotzdem, der hat die gehabt und die habe ich auch bisher noch nirgendwo zu kaufen gesehen. Und deswegen habe ich mir sowieso dieses Bundle geholt, dass ich diese Glowberry Rare Prime Flasche dann auch bei mir im Sortiment habe. Dann ist hier drin, ich weiß es nicht, da muss ich jetzt noch mal gucken, was ist hier drin? Was ist hier drin? Ist da überhaupt was drin? Oh, das ist auch wieder was von eBay. Pass auf. Wieder was, was es gefühlt nirgendwo gibt und überall ausverkauft ist. Habe ich mir aber geholt. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, es mir zu holen. Das schwarze KSI Prime. Weil Prime ist ja nicht nur von Logan Paul. Prime ist ja auch von KSI. Und der hat in der UK seine exklusive Prime KSI Edition. Die hat nicht mal Logan Paul. Der hat die noch nie probiert. Gut, mittlerweile vielleicht, aber der musste sich die auch dann besorgen. Und das ist das Coole, weil das ist Orange Mango Flavor. Da bin ich mal gespannt. Das müsste auf jeden Fall auch anders schmecken. Die war auch einfach überall ausverkauft. Die gab es am Anfang der Prime-Zeiten. Dann gab es die irgendwie nicht mehr. Die habe ich jetzt im Doppelpack für 36 Euro geschossen. Das sind Werte, da geht euch der Hut hoch. Das sagt ihr, wie kann man denn nur so bescheuert sein, so viel Geld für so viel Mist auszugeben? Da habt ihr vielleicht recht, aber pass auf, hier habe ich noch eins. Und das hat auch einen Wert von, ich glaube, 40 Euro. Riesen Paket. Dann guckst du hier rein, dann hast du da einen Zettel drin, da bedankt sich einer. Und das ist auch über Etsy, habe ich das gefunden. Kommt aber von Candy Craze. Candy Craze UK. Und weil ich dann Candy Craze UK gesehen habe, dass das ja an sich ein eigener Shop ist, der nur zufällig auch auf Etsy vertreten ist, habe ich mittlerweile bei Candy Craze UK mir auch dort einen ganzen Sack voll Prime bestellt an Sachen, die ich noch nicht kenne, weil das ein exklusiver UK-Shop ist. Hier habt ihr wieder mal eine Flasche Glowberry drin. Hä, schon wieder Glowberry? Das ist aber das Ultra Rare von Glowberry, was holographisch ist. Das sieht auf der Kamera jetzt leider nicht so gut aus. Hier steht also nochmal Limited Edition Ultra Rare Holo, wenn du die hier so anguckst, die sieht so genial aus. Alles, was hier grün ist, leuchtet, funkelt, schimmert, die Schrift, das ist die hochwertigste Glowberry Prime Flasche, die es gibt. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich gar keinen Unterschied sehen. Das ist schade, kann man es nicht mal vergleichen. Die grüne Schrift normal und dann die besondere Holo-Schrift. Man erkennt einen kleinen Unterschied, aber wenn ihr das in der Hand habt und so drauf guckt, es ist einfach genial. Es sieht so stark aus und die ist auch mega selten, übelst die Besonderheit. Die gibt es auch kaum irgendwo zu kaufen. Musst du auch importieren lassen, musst du dir holen. In Deutschland nie rausgekommen. Und als Schmankerl ist hier sogar noch ein kleiner Prime-Schlüsselanhänger dabei gewesen.
ein grüner Prime-Schlüsselanhänger. Jetzt habe ich schon einen roten, ich habe schon einen gelben und jetzt habe ich auch noch einen grünen zu dem Glowberry Prime dazu. Das legt man auch hier hin. Aber unser Ziel war ja, wir wollten das goldene 1 Billion Gold Prime. Und wieder mal auf eBay bin ich fündig geworden. Da war eine aus Ludwigshafen oder so und hat auch eine Auktion gehabt. Sie hat Gold Prime und hier ist es jetzt drin. Hier habe ich es bekommen. Gold Prime. Für knapp 140 Euro. 140 Euro für diese Flasche Gold Prime. Und was ich gar nicht wusste, habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier sind sogar noch zwei Mützen drin. Nicht nur eine Mütze, zwei Mützen. Hier mit einem Flaschenlogo, hier mit einem Prime-Schriftzug, Beachfield. Hier ist nochmal ein Aufkleber, hier steht auch nochmal Prime. Also theoretisch, die Mützen könntest du jetzt auch wieder bei eBay oder so reinstellen, wenn du die nicht brauchst und eine Mütze vielleicht für 20 Euro verkaufen. Prime-Liebhaber, Prime-Fans sagen, geil, Prime-Mütze muss ich mir gönnen. Oder man legt sie halt mit ins Regal oder so, ich habe keine Ahnung. Wir können ja mal kurz gucken, wenn wir die aufsetzen, ob das passt, wie das ausschaut. Prime-Mütze. So, das ist die Prime-Mütze. Wenn du die falsch rum aufsetzt, sieht man nicht mal, dass es eine Prime-Mütze ist, weil sie ja dann falsch rum ist. Also musst du sie ja eigentlich richtig rum aufsetzen und hast dann hier die Prime-Mütze. Und dann kannst du da so da sitzen. Ich bin Solo Sikoa, das ist mein Daumen, ne? So ungefähr. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht um die Prime-Mütze. Wir brauchen wieder die Bierpower-Mütze. Die gab es gefühlt also im Prinzip dazu. Aber wenn du von 140 Euro 40 abziehst, hast du 100 Euro für diese goldene Flasche London 1 Billion Prime. Die gab es also wirklich. Auch an einem Event gab es die mal, wo die dann verteilt wurden in London und am gleichen Tag aber bei einem Event in New York. Sammler wollen natürlich beide haben, die sagen, hier steht London drauf, man kann es gar nicht sehen, London 1 Billion, und auf der anderen steht New York 1 Billion und dann gibt es aber noch die, da gibt es noch eine Sonderedition, die ist, keine Ahnung, da ist die Schrift nicht schwarz, da ist die Schrift auch goldig und das ist die, die gefühlt beide Flaschen vereint, beide Sachen. Das also die goldene 1 Billion London mit Prime Cap, mit Prime Cabbies, mit beiden. Was ist aber jetzt eure Lieblingsflasche gewesen? Welche Flasche hat euch denn besonders gut gefallen? Ich muss nochmal sagen, die sticht hervor, die finde ich wirklich cool und das finde ich mega stark, weil die einfach so eine unglaubliche Farbe hat, so eine richtig kräftige Farbe, gefällt mir. Die muss ich auch mal testen, in einem extra Video muss ich da nochmal machen. Weil das ist nur ein Unboxing, das ist nur ein Unboxing. Und ich habe bei Candy Craze UK nochmal bestellt für 100 Pfund, also irgendwas um die 120, 140 Euro nochmal. Ich habe bei Candy Creations nochmal bestellt für um die 250 Pfund oder so. Da werden noch zwei Unboxings kommen. Und was da alles drin ist, das seht ihr beim nächsten Mal, wenn wir wieder Prime suchten. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Gibt's hier irgendwelche Prime-Liebhaber? Dann schreibt's mal rein. Gibt's irgendjemanden, der sagt, ich finde die Flaschen mega cool, ich kann das nachvollziehen? Dann schreibt's mal rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.